Einen guten Donnerstagmittag wünsche ich. Herzlich willkommen, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen in der Bundespressekonferenz. Herzlich willkommen auch diejenigen, die uns über die diversen Ausspielkanäle verfolgen. Auch diese Veranstaltung kann ja übertragen werden. Wir kommen seit Beginn der Pandemie mit diesem Instrument der Bundespressekonferenz einem erhöhten Informationsbedürfnis nach. Deswegen an dieser Stelle zwei, drei erklärende Sätze zu uns. Die Bundespressekonferenz ist ein Verein von Hauptstadtjournalistinnen, Hauptstadtjournalisten. Und wir haben es uns zum Ziel gesetzt, Pressekonferenzen zu veranstalten, die für die professionelle Informationsbeschaffung unabdingbar sind. Wir sind an dieser Stelle kein Bürgerforum, wir sind keine Talkshow. Deswegen folgt diese Veranstaltung auch ihren eigenen Gesetzen. Das bedeutet vor allen Dingen eine Frage, eine Nachfrage. Wir arbeiten auch in Pandemiezeiten mit einem begrenzten Zeitkontingent. Von daher empfehle ich dann auch die Rücksicht zu nehmen auf andere Kolleginnen und Kollegen. Es geht heute Mittag um das Gutachten zu den aktuellen Daten über die Treibhausgasemissionen in Deutschland gemäß § 12 Klimaschutzgesetz. Und ich darf an dieser Stelle begrüßen Professor Dr. Hans-Martin Henning. Er ist der Vorsitzende des Expertenrates für Klimafragen, sowie Dr. Brigitte Knopf. Sie ist die stellvertretende Vorsitzende im selben Expertenrat. Herr Henning, Sie haben das erste Wort. Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Wir sprechen heute für den Expertenrat für Klimafragen, dem neben uns beiden auch Professor Marc-Oliver Betzüge, Professor Thomas Heimer und Dr. Barbara Schlohmann angehören. Wir wurden im vergangenen Jahr von der Bundesregierung als Ratsmitglieder benannt und bilden zusammen seit September letzten Jahres den unabhängigen Expertenrat für Klimafragen. Wir haben heute Morgen leider nur virtuell unseren Bericht zur Vorjahresschätzung der deutschen Treibhausgasemissionen an Frau Bundesumweltministerin Svenja Schulze als Vertreterin der Bundesregierung übergeben. Und wir haben ihn auch heute Vormittag an den Bundestagspräsidenten Dr. Wolfgang Schäuble als Vertreter des Bundestags übermittelt. Und jetzt seit 13 Uhr steht der Bericht auch für die Öffentlichkeit zur Verfügung, zum Beispiel über unsere eigene Internetseite, die es auch seit gestern gibt. Ja, die erste Aufgabe unseres Rates war die Prüfung und Bewertung der Treibhausgasemissionen Deutschlands für das vergangene Jahr 2020, die das Umweltbundesamt an diesem Ort hier vor einem Monat vorgelegt und dargestellt hat. Unseren Bericht, den wir heute Morgen der Ministerin übergeben haben, gliedert sich in drei Hauptteile. Im ersten haben wir uns eingehend mit der Prüfung der Daten und der Methoden des Umweltbundesamtes befasst. Im zweiten Teil haben wir eine vertiefte Betrachtung und Einordnung dieser Daten vorgenommen, insbesondere in Bezug auf Sondereffekte im Jahr 2020, aber auch im Hinblick auf die bevorstehende europäische Zielverschärfung. Und der dritte Teil basiert dann auf unseren natürlich noch jungen Erfahrungen mit dieser Vorjahresprüfung und mit der intensiven Befassung mit dem Bundesklimaschutzgesetz. Hier machen wir eine Reihe Vorschläge, wie der Mechanismus des Gesetzes sinnvoll weiterentwickelt werden könnte. Zunächst mal zu dem ersten Teil. Wie sind wir herangegangen an diese Aufgabe? Wir haben die vom Umweltbundesamt verwendeten Daten als auch die Vorgehensweise uns eben so weit wie möglich angesehen, um die Plausibilität und Nachvollziehbarkeit zu überprüfen. Das ist ein komplexes Werk. Dabei wurde aber auch deutlich, dass es sich bei dieser Datenermittlung, die ja mit gut 10 Wochen nach Ablauf des Berichtsjahres einen sehr frühen Zeitpunkt hat, wirklich um eine Schätzung handelt, die auch Unsicherheiten aufweist. Das sieht auch im Übrigen das Umweltbundesamt selbst so und gibt Unsicherheitsbereiche für alle Sektoren an, weshalb auch zu späteren Zeitpunkten immer wieder Korrekturen an diesen Daten vorgenommen werden, die mit den Folgeveröffentlichungen im Rahmen der nationalen Berichterstattung zu den Treibhausgasemissionen berichtet werden. Das sind die sogenannten
nationalen Inventarberichte, einschlägige werden die gut kennen. Diese späteren Korrekturen haben wir uns im Detail angesehen und analysiert und beispielsweise festgestellt, dass für den Gebäudesektor, um nur mal ein Beispiel machen, da durchaus nachträgliche Korrekturen im Bereich von 4,5 Millionen Tonnen Treibhausgasen auftreten. Und das liegt wirklich in der gleichen Größerung wie das Minderungsziel des Gesetzes. Das ist also, wie wir finden, bemerkenswerter Sachverhalt. Ich möchte die wichtigsten Ergebnisse dieses ersten Teils darstellen. Unsere Untersuchung gab zunächst mal keinen Anhaltspunkt dafür, dass das Umweltbundesamt bei seinen Punktwertschätzungen, die es vor einem Monat hier veröffentlicht hat, zu einem anderen Ergebnis hätte kommen müssen. Allerdings sind die angesprochenen Unsicherheiten, die auch mit dem von uns analysierten Korrekturbedarf harmonieren, nicht unerheblich. In den Bereichen Energiewirtschaft und Verkehr liegen sie bei ungefähr ein Viertel der Minderungsmengen. Bei Gebäude, ich nannte es schon, und Industrie in einer ähnlichen Größenordnung wie die Minderungsmengen und bei Landwirtschaft und Abfallwirtschaft sogar um ein Mehrfaches darüber. Wichtig, auch für den Gebäudesektor sehen wir keinen Anhaltspunkt dafür, ein anderes Ergebnis als das Umweltbundesamt vorzulegen. Der Gebäudesektor hat ja, wie hier berichtet wurde, das Ziel des Klimaschutzgesetzes von 118 Millionen Tonnen um 2 Millionen Tonnen im vergangenen Jahr überschritten. Vielen Dank, Frau Knopf. Ja, vielen Dank, auch von meiner Seite. Die Bewertung der Emissionsdaten bietet allerdings nur eine Momentaufnahme, denn wir haben das Ganze nochmal mit einem Blick nach hinten und auch einen Blick nach vorne ergänzt, vor allen Dingen in Bezug auf die Besonderheiten des Jahres 2020 und in Bezug auf die europäische Zielverschärfung, die ansteht. Denn 2020 war zweifelsohne ein besonderes Jahr. Das Emissionsgeschehen war in hohem Maße von den Maßnahmen zur Eindämmung der Covid-19-Pandemie beeinflusst. Es gab noch weitere Sondereffekte wie recht niedrige Öl- und Gaspreise oder auch das Wettergeschehen oder Vorzieheffekte bei der Lagerung von Heizöl. Und um diese Sondereffekte abzuschätzen, haben wir eine Trendfortschreibung der historischen Emissionsdaten gemacht für das Jahr 2020 und können damit so eine Art hypothetische Emissionsentwicklung abschätzen. Und im Ergebnis kommen wir auf Folgendes. In der Summe hätte der Rückgang der gesamten Treibhausgasemissionen nur bei knapp 3% gelegen, anstatt der berichteten 8,7% aus der Vorjahresschätzung. Im Klartext heißt es, zwei Drittel des Emissionsrückgangs lassen sich nicht durch die Trendfortschreibung erklären. Interessant ist vor allen Dingen auch noch mal zu gucken, wie das sektoral aussieht. Das haben wir uns auch noch angeschaut. Und in der Trendfortschreibung hätte der Gebäudesektor sein Ziel eingehalten, und zwar mit einer Unterschreitung von knapp 2 Megatonnen. Umgekehrt sehen wir auch, dass der Verkehrssektor sein Sektorziel deutlich überschritten hätte, und zwar mit rund 15 Megatonnen, das sind 10%, also eine deutliche Überschreitung. Und diese Größenordnung der Überschreitung im Verkehrssektor können wir durch eine unabhängige Analyse auf Basis von tagesscharfen GPS-Daten auch nochmal unabhängig bestätigen. In den anderen Sektoren hätten sich die Werte erhöht, aber das jeweilige Sektorziel wäre trotzdem eingehalten worden. Und auf Basis der Trendfortschreibung würde man hinsichtlich der Einhaltung dieser Sektorziele also zu einem anderen Ergebnis kommen, als sie dann tatsächlich in der Vorjahresschätzung als Ergebnis dastehen. Allerdings hat das keine formale Relevanz im Sinne des Klimaschutzgesetzes. Aber natürlich bietet es nochmal wichtige Hinweise für die Einordnung, wo die Sektoren jeweils stehen. Das war der Blick nach hinten und wir werfen auch noch einen Blick nach vorne. Denn Zweck des Klimaschutzgesetzes ist es, neben der Erfüllung der nationalen Ziele eben auch die europäischen Ziele einzuhalten und die Zielerreichung zu gewährleisten. Und in diesem Kontext ist natürlich die europäische Zielverschärfung relevant, wo das europäische Ziel von 40% auf 55% bis 2030 gegenüber 1990 angehoben werden soll. Und in welcher Weise sich diese Anhebung des europäischen Klimaschutzziels dann auf die Ziele im Klimaschutzgesetz auswirkt, das haben wir analysiert.
Das hängt allerdings stark von den Entscheidungen ab, die auf europäischer Ebene für die Umsetzung dieser Zielverschärfung getroffen werden. Und da werden ja im Sommer, diesen Sommer, Vorschläge erwartet, wie die Umsetzung aussehen kann. Während die Umsetzung noch unsicher ist, ist aber eines klar. Der deutsche Emissionspfad bis 2030 wird sich infolge dieser Zielverschärfung substanziell gegenüber dem Status quo ändern. Das ist schon sicher. Wie stark sich der deutsche Emissionspfad ändert, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Wir haben verschiedene Variationen berechnet und variiert man hier die Annahmen von denkbar erscheinenden Szenarien, dann könnte sich im Jahr 2030 für Deutschland eine Bandbreite von 62-68% Minderung gegenüber 2030 ergeben. Und das liegt weit höher als die jetzigen 55%, die auch im deutschen Klimaschutzgesetz stehen. In Bezug auf die europäische Zielverschärfung erscheint es uns daher sinnvoll und wichtig, dies frühzeitig in Szenarien zu beleuchten, denn die derzeitige Unklarheit dann auch über die konkrete Umsetzung erschwert in erheblichem Maße die Planung für Unternehmen oder auch für Haushalte. Das Fazit aus dieser erweiterten Betrachtung ist also, dass beide Analysen zeigen, dass zu einer Bewertung des Standes der deutschen Klimaschutzbemühungen, also wo stehen wir, braucht man eine breitere Analyse als nur diese Momentaufnahme von Punktwerten, wie sie eben im Klimaschutzgesetz vorgesehen ist. Dankeschön. Und nochmal Herr Henning. Ja, hier möchte ich anknüpfen. Die Momentaufnahme, die genannte, greift also letztlich zu kurz, um wirklich über Erfolg oder Misserfolg des Klimaschutzes in einem bestimmten Sektor und auch insgesamt zu urteilen. Deshalb haben wir uns im dritten Teil unseres Berichtes über verschiedene Vorschläge Gedanken gemacht, wie das Gesetz weiterentwickelt werden könnte. Diese Vorschläge betreffen zunächst mal die Verbesserung der Vorjahresschätzung. Ich hatte die Unsicherheiten angesprochen. Sie betreffen dann aber auch die Wirkungsweise des Mechanismus des Gesetzes und letztlich auch die Vervollständigung des Bildes der deutschen Treibhausgasemissionen. Ein wichtiges Merkmal, vielleicht sogar das Kernmerkmal des Bundesklimaschutzgesetzes ist es, dass mit ihm ein Mechanismus implementiert ist, der bei Zielüberschreitungen eine schnelle Reaktion auslöst, was gut ist. Darum kommt dieser genannten Vorjahresschätzung des Umweltbundesamtes eine zentrale Rolle zu, die aber, wie wir gesehen haben, auf Ebene der Sektoren teilweise große Unsicherheit aufweist und daraus resultiert nach unserer Einschätzung ein Spannungsfeld eben aus dem schnellen Reagieren und der Unsicherheit der Daten andererseits. Weil Rechtsfolgen sollten letztlich auf gut abgesicherten Daten begründet sein. Und vor diesem Hintergrund regen wir an, dass man sich intensiv um Maßnahmen kümmert, die Datengüte zu verbessern und möglicherweise auch zusätzliche Verfahren hinzuzuziehen, wie beispielsweise eine messtechnische, eine Erfassung von Treibhausgasemissionen auf Basis messtechnischer Untersuchungen der atmosphärischen Konzentration klimawirksamer Spurengase, wie sie im Übrigen in einigen Ländern auch schon durchgeführt wird. Wir hatten dann auch gesehen, Brigitte Knopf hat es ausgeführt, dass Sondereffekte eine wesentliche Rolle spielen können, ob ein Sektor sein Ziel erreicht. Aber natürlich können wir nicht auf Sondereffekte bauen, um die Erreichung von Klimaschutzzielen zu sichern. Und wie wir an der Diskussion der Verschärfung der EU-Ziele gesehen haben, können eben auch Ziele nachjustiert werden, beispielsweise um sie mit den Paris-Zielen wirklich in Einklang zu bringen. Deshalb regen wir an, auch bei Zielunterschreitungen eine genauere Einordnung durchzuführen und bei noch zu definierenden Kriterien über die Einleitung von Maßnahmen nachzudenken. Bei einer solchen genaueren Einordnung wären eben einerseits auch bereits eingeleitete klimapolitische Maßnahmen, wie beispielsweise das Brennstoffemissionshandelsgesetz in diesem Jahr mit zu berücksichtigen. Es sollte aber auch eine fundierte Analyse durchgeführt werden, inwieweit Änderungen im Emissionsgeschehen in einem Sektor wirklich strukturell begründet sind. Und
last but not least wären auch intersektorale Effekte, also Verschiebungen zwischen den verschiedenen Sektoren, wichtig zu betrachten, um letztlich zu bewerten, ob nun ein Sektor sich auch strukturell auf dem Zielpfad befindet oder nicht. Zusammenfassend nochmal zum Abschluss erscheint es uns angesichts des hochdynamischen Umfelds, in dem sich die Klimapolitik bewegt, als verfehlt, über Erfolg oder Misserfolg des Klimaschutzes insgesamt und in einem bestimmten Sektor allein auf Basis dieser einen Zahl zu urteilen. Das Klimaschutzgesetz ist auch wegen dieses schnellen Reagierens ein starkes Schwert, aber um es noch schärfer zu machen, bedarf es an einigen Stellen einer Weiterentwicklung, für die wir hier Vorschläge vorgelegt haben. Vielen Dank. Wir stehen sehr gerne für Ihre Fragen bereit damit. Dankeschön. Ich sage auch herzlichen Dank. Und Fragen gibt es bereits online, zum Beispiel von Jana Wolf. Die möchte wissen, können Sie den Corona-Effekt noch etwas konkretisieren, wenn 2/3 des Emissionsrückgangs sich nicht nur durch die Trendfortschreibung erklären lassen, ob dann die Emissionen nach Corona erwartbar wieder ansteigen? Gerne, ja. Genau. Das wollen natürlich alle wissen, wie groß der Corona-Effekt ist. Und es ist methodisch fast unmöglich, alleine diesen Corona-Effekt zu separieren. Wir haben uns dem auf zwei Weisen genähert. Es gab, wie gesagt, mehrere Sondereffekte. Wir hatten auch Vorzieheffekte, dass Haushalte Heizöl eingelagert haben, weil der Brennstoffemissionshandel in diesem Jahr losgegangen ist und so weiter. Wir haben uns dieser Frage auf zwei Weisen genähert. Wir haben zum einen eine Dekompositionsanalyse gemacht, wo wir die Treiber der Treibhausgasemissionen in verschiedene Teile zerlegt haben. Und wir können damit zeigen, dass auf den wirtschaftlichen Einbruch etwas mehr als die Hälfte des Emissionsrückgangs zurückzuführen ist. Das ist so ein erster Indikator. Und dann haben wir diese Trendfortschreibung gemacht. Und da kann man dann sagen, 2/3 können nicht durch eine Trendfortschreibung erklärt werden. Welche Effekte das genau sind, muss man analysieren. Im Verkehrssektor haben wir uns das tatsächlich genauer angeguckt. Und da kann man sehr klar das dem Lockdown zuordnen. Und da kommt man auf einen Effekt, dass dem Lockdown etwa 10, dass dem Lockdown 15 Megatonnen mehr zugeordnet werden können. Also insofern methodisch schwierig. Im Verkehrssektor haben wir es ausführlich gemacht und sonst diese zwei Annäherungen. Wie kann es denn gelingen, fragt Jana Wolf nach, die Daten noch weiter zu konkretisieren, respektive nachzuschärfen? Ja, einerseits gibt es sicher zusätzliche Methoden, beispielsweise GPS-Daten für den Verkehrssektor, zukünftig vielleicht auch Heizungsabrechnung. Also Digitalisierungsmethoden könnten tatsächlich zukünftig helfen oder auch heute schon helfen, wie auch wir im Verkehrsbereich zeigen konnten, die Unsicherheiten zu reduzieren. Das Zweite, was ich genannt habe, ist dann dieser messtechnische Zugang. Man kann also tatsächlich, wenn man ein ausreichend dichtes Messnetz, beispielsweise wie der Deutsche Wetterdienst hat, klimarelevante Spurengase, insbesondere nicht CO2, sondern die anderen, Methan, Lachgas, messtechnisch erfassen und dann über geeignete Modelle durchaus daraus relativ gut möglicherweise Abschätzungen treffen, wie die Emissionswerte in dem vergangenen Jahr liegen, wie stark also die Konzentration dieser Spurengase angestiegen ist. Da gibt es ein internationales Netzwerk, eine eigene wissenschaftliche Community, die sich damit befasst und auch eben versucht, das in die Emissionsberichterstattung einzubeziehen. Und einige Länder, die Schweiz, das Vereinigte Königreich, nutzen das auch schon. Also insgesamt sehen wir da schon Potenzial und haben das jetzt auch gar nicht in der Breite analysiert. Wir schlagen tatsächlich vor, dass man sich mal dezidiert dieser Fragestellung widmet und vielleicht in einem Gutachten mal untersucht, was könnte man denn zusätzlich an Daten heranziehen, einfach um diese jetzt doch so wichtig gewordene
Erfassung für den 15. März auf noch bessere, auf eine bessere Basis zu stellen. Ein Hinweis an alle Online-Fragende. Es hilft uns immer sehr, wenn Sie Name und Vorname aufführen, dann müssen wir nicht nachgucken. Susanne Harmsen, Energie und Management, hat eine praktische Frage. Wo findet sich der Bericht im Internet? Lässt sich offensichtlich über die Stichwortsuche nicht finden. Das mag wohl daran liegen, dass unsere Website noch ganz jung ist. Die Adresse heißt www.expertenrat-klima.de und da sollte er jetzt, so hoffen wir doch sehr, zum Download zur Verfügung stehen. Maidudin, EPD, Ihr Gutachten soll ja die Grundlage liefern dafür, ob ein Ministerium ein Sofortprogramm für bestimmte Sektoren vorlegen muss. Muss also jetzt aufgrund Ihrer Zahlen das Bauministerium wegen verfehlter Zielen ein solches Sofortprogramm vorlegen, um den Treibhausgasausstoß im Gebäudesektor zu reduzieren? Ja, das ist so. Also wir haben ja jetzt kein anderes Ergebnis geliefert, als es das Umweltbundesamt vor 4 Wochen veröffentlicht hat für den Gebäudesektor. Wir haben uns eben eingehend damit befasst, wie diese Daten zustande kamen und konnten da jetzt auch keine stichhaltigen Gründe erkennen, den Wert, den das Umweltbundesamt veröffentlicht hat, in Frage zu stellen. Und damit greift in der Tat der Mechanismus des Gesetzes, der sehr klar formuliert, wenn ein Sektor den im Gesetz vorgegebenen Jahreszielwert überschritten hat, muss ein Sofortprogramm vorgelegt werden. Das ist im Übrigen an der Stelle das Bundeswirtschaftsministerium und das Bundesinnenministerium, die gemeinsam den Gebäudesektor verantworten. Fatima Abbas, dpa, möchte jetzt noch mal konkreter wissen, was eben für gerade das Bauministerium aus den Ergebnissen folgt. Ja, was man vielleicht auch an der Stelle ergänzen kann, Brigitte Knopf hatte ja zu der Trendfortschreibung und den Erkenntnissen daraus ausgeführt. Wir würden schon sagen, man kann auch erkennen, dass die Sondereffekte, die wir letztes Jahr hatten und die genannt worden sind, beim Gebäudesektor eher eben eine gegenteilige Richtungswirkung hatten als beim Verkehrssektor. Sprich, in einem normaleren Jahr, in einem Jahr, was einer Trendfortschreibung gefolgt wäre, hätte der Gebäudesektor vermutlich das Ziel, die 118 Millionen Tonnen, leicht, aber immerhin unterschritten. Michael Bauchmüller von der Süddeutschen Zeitung. Was bedeutet ein schärferes Klimaziel bis 2030 für den Fahrplan zum Kohleausstieg? Also zunächst mal wird ja auf europäischer Ebene festgelegt, wie diese Zielverschärfung umgesetzt wird. Und die erste Frage, die auf europäischer Ebene wahrscheinlich gelöst wird oder gesetzt wird, ist die Frage, wie viel von dieser Zielverschärfung wird im europäischen Emissionshandel gemacht und wie viel wird über die Lastenteilungsverordnung gemacht. Und das, was über den Emissionshandel gemacht wird, das hat dann Auswirkungen auf die deutsche Kohlefrage. Und insofern ist das abhängig von der Setzung der EU-Kommission. Die hat gesagt, dass oder in ihrem Impact Assessment zunächst mal gezeigt, dass der Emissionshandel um 65% gegenüber 2030 mindern muss. Und was das dann für Deutschland heißt, das haben wir nicht analysiert hier in diesem Bericht, sondern wir haben geguckt, was heißt das insgesamt für Deutschland, wie würde Deutschland insgesamt möglicherweise mindern. Aber wir haben Entschuldigung, keine Analysen jetzt gemacht, was das genau für die Kohlefrage heißt. Ergänzung? Ja, vielleicht noch so viel. Wir haben ja jetzt in den letzten Jahren durchaus gesehen, dass der Zertifikatepreis auf europäischer Ebene schon eine Wirkung hatte, auch im Sinne der Energieträgerverschiebung im Bereich der Energiewirtschaft, also eine verstärkte Nutzung von Gas zu Ungunsten von Kohle, Braunkohle. Und letztlich, wenn sich dieser Trend fortsetzt, dann wird es sozusagen, ich sage mal, marktbasiert über die CO2-Preise auch eine Wirkung auf die Energiewirtschaft und damit auch auf den Weggang von der Kohle haben.
ganz unabhängig sozusagen jetzt von dem Kohleausstiegsgesetz. Nochmal im Hinblick auf ein höheres Klimaziel für 2030. Carsten Wiedemann, Energate, müsste eine neue Bundesregierung im Hinblick auf dieses erhöhte Ziel ein neues nationales Klimagesetz verabschieden? Das hängt, wie gesagt, sehr, sehr stark davon ab, wie das auf europäischer Ebene laufen wird. Wir haben dazu eine Übersichtsgrafik drin im Bericht, wo man sieht, wenn zum Beispiel auf europäischer Ebene die Lastenteilungsverordnung neu verhandelt wird, dann ergibt sich relativ klar aus dem Gesetz, dass die Ziele verändert werden. Das übergreifende 55-Prozent-Ziel und dann müssten natürlich auch die Sektorziele angepasst werden. Die Frage stellt sich anders, wenn zum Beispiel auf europäischer Ebene ein übergreifender Emissionshandel eingerichtet wird oder ein zweiter Emissionshandel für Wärme und Verkehr auf europäischer Ebene. Dann ist die Lage nicht so klar, wie das dann runtergebrochen wird auf die deutschen Ziele. Das schreiben wir dort auch und deswegen ist aus unserer Sicht eben wichtig, genau diese Szenarien mal durchzuspielen, was das heißen könnte, eben auch um die, den Unternehmen auch eine gewisse Planbarkeit hier zu geben. Nochmal Jana Wolf von der Rheinischen Post und nochmal in Bezug auf das Bauministerium. Können Sie nochmal erläutern, was das Bauministerium jetzt konkret im Sofortprogramm nacharbeiten muss, weil die Ziele nicht eingehalten wurden? Das ist erstmal a priori nicht definiert. Also letztlich ist das Bauministerium oder die zuständigen Ministerien sind aufgefordert, Sofortprogramme letztlich so vorzulegen, dass damit die Ziele in den Folgejahren wieder eingehalten werden können. Sagen wir, vom Ablauf her wird es so sein, dass jetzt in den nächsten 3 Monaten, also auch da gibt das Gesetz ein genaues Datum vor, den 15. Juli, 3 Monate nach heute, müssen diese Sofortprogramme vorliegen. Sie werden dann auch uns wieder zur Bewertung vorgelegt. Insbesondere werden wir uns die dort getroffenen Annahmen und Daten ansehen und auf ihre Plausibilität, Nachvollziehbarkeit, möglicherweise auch Wirksamkeit hin mal versuchen zu bewerten. Und gemeinsam mit unserem Bericht wird dann letztlich die Bundesregierung, welche auch immer das dann ist und zu welchem Zeitpunkt es ist, eine Beschließung herbeiführen, was sie von diesem Sofortprogramm umsetzen möchte, ob sie zusätzliche Dinge umsetzen möchte. Das ist erstmal nicht weiter festgelegt. Eine Frage aus dem Saal. Bitte stellen Sie sich kurz vor. Hallo, Meister Heberlein, ARD Hörfunk. An Sie beide die Frage. Ich habe es aber gerade richtig verstanden. Das eigentliche Problem mittelfristig gesehen. Wenn Sie ein bisschen mehr in das Mikrofon sprechen, das ist mit der Maske natürlich kompliziert, ich kann das gut nachvollziehen. Wenn ich es richtig verstanden habe, dann ist der Gebäudesektor aber mittelfristig eher nicht das Sorgenkind, sondern eher der Verkehrssektor, weil, also Sie haben gerade gesagt, was muss jetzt das Innenministerium tun? Ich verstehe, das Innenministerium wird sagen, ich muss erstmal gar nichts tun, wenn Corona aufhört, liegen wir ja wieder im Plan, kein Problem. Das Verkehrsministerium hat eigentlich mittelfristig das Problem, richtig? Ja, ganz so würde ich es nicht formulieren, weil es ist ja so, wenn wir uns das Klimaschutzgesetz angucken, dann bleibt es ja nicht bei dem Wert, den wir für 2020 hatten, sondern für den Gebäudesektor ist Jahr für Jahr eine Minderung, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, von 4,8 Millionen Tonnen vorgesehen. Das würde mit dem Wert, den wir aus dieser Trendfortschreibung für dieses Jahr ermittelt haben, nicht erreicht werden. Also insofern gemindert werden muss auf jeden Fall. Sie haben aber auch recht, und auch das hatte Brigitte Knopf ja schon dargestellt, der Verkehr hat sozusagen übermäßig, wenn man so will, von Corona profitiert im Hinblick auf die Zielerreichung. Und ja, insofern gilt für beide diese Sektoren, dass Minderungen notwendig sein werden und dafür entsprechend Maßnahmen auch notwendig sein werden, umso mehr, wenn sich eben tatsächlich dann auch die Ziele nochmal über das angesprochene EU-Thema, die EU-Zielverschärfung, zusätzlich verschärfen würden. Zusatz? Vielleicht können Sie noch mal kurz für Laien erklären, was in der Corona-Zeit im Verkehrsbereich passiert, im Gebäudebereich passiert ist. Also was ist der Corona-Effekt im Gebäudebereich gewesen? Mal für den Hausgebrauch verständlich.
Auch dazu gilt das, was Brigitte Knopf vorhin gesagt hat. Wir können das nicht differenzieren, wirklich, was Corona-bedingt ist. Und es gab eben auch andere Effekte, die auch vorhin schon genannt wurden, die niedrigen Energiepreise, die Einlagerung von Heizöl. Also, und auch natürlich, gerade für den Gebäudebereich, ist das Wettergeschehen von nicht unwesentlichem Einfluss. 2020 war ein tendenziell eher warmes Jahr. Und insofern, da überlagern sich viele Dinge. Was aber natürlich zu vermuten ist, ist, es gab insbesondere in den Haushalten möglicherweise einen höheren Verbrauch, einfach weil mehr Menschen längere Zeit zu Hause waren, und zwar auch in Perioden, in denen noch geheizt werden musste. Homeoffice, Homeschooling, Schulschließungen, aber auch Kurzarbeit, wo Menschen dann eben nicht am Arbeitsplatz sind, sondern zu Hause sind. Es gibt vermutlich auch, und auch das haben wir nicht uns im Detail angeschaut, aber wir haben es zumindest mal versucht, so ein bisschen qualitativ zu sortieren und haben uns auch die Literatur, dazu wird ja viel geforscht jetzt auch, angesehen, im GHD-Bereich, im Bereich Gewerbehandel, Dienstleistung, wo eben insbesondere auch die Bürogebäude anzusiedeln sind, gibt es vielleicht einen leichten Gegeneffekt, weil eben dort weniger gearbeitet wurde. Also das sind vielleicht so zwei wesentliche Bestandteile. Darf ich eine Ergänzung zum Gebäudesektor, zum Verkehrssektor machen, weil das ja vielleicht auch interessant ist? Also wie gesagt, da gibt es noch eine weitergehende Analyse zu innerhalb dieses Berichtes. Und was man da sieht, ist, dass tatsächlich das Verkehrsaufkommen in den Lockdown-Zeiten gesunken ist. Vor allen Dingen die Langstrecken sind weggefallen. Was man aber auch sieht, dass in den Nicht-Lockdown-Zeiten sich qualitativ nichts verändert hat an der Struktur des Verkehrs. Und selbst wenn wir jetzt dieses Jahr wahrscheinlich auch noch mal einen Corona-Effekt, ich nenne ihn jetzt mal so salopp, Corona-Effekt im Verkehr haben, wird sich das eben strukturell wahrscheinlich nicht auswirken. Und das bedeutet dann, dass wir spätestens 2023 wieder auf dem alten Pfad sind und deswegen wahrscheinlich im Verkehrssektor dann mit zu hohen Emissionen dastehen. 2022. Noch eine Frage bezogen auf die Zeitachse. Julian Wettengel, Clean Energy Wire. Wann sollte die deutsche Regierung das Klimaschutzgesetz und die Sektorziele darin anpassen? Rechnen Sie mit einer Änderung? Die EU-Entscheidungen werden noch Monate diskutiert werden und ob man dann nicht wertvolle Zeit verliert. Magst du was dazu sagen? Oder ich, ja, das ist schon natürlich eine schwierige Frage. Also im Sommer werden die ersten Vorschläge der Kommission vorgelegt und werden auch diskutiert. Da wird man natürlich schon mal ein bisschen sehen, in welche Richtung das geht. Das ist in Deutschland natürlich dann gerade ein Zeitpunkt, wo der Wahlkampf anfängt. Also da ist wahrscheinlich nicht damit zu rechnen, dass da noch irgendwelche Entscheidungen oder Positionierung der deutschen Bundesregierung geschieht. Und in der Tat, auch für eine neue Bundesregierung ist es dann schwierig. Aber gerade deshalb denken wir, sollten sozusagen Szenarien vorausschauend mal durchgerechnet werden, was das für die deutschen Sektorziele heißen könnte. Ob man nun das Klimaschutzgesetz vorher anpasst, bevor auf europäischer Ebene was beschlossen ist, das muss man überlegen. Dazu äußern wir uns auch jetzt nicht in dem Bericht. Aber das ist natürlich eine kritische Zeitfrage, weil 2030 ist dann klar, dass spätestens dann dieses verschärfte Ziel erreicht werden muss. Wir legen keine weiteren Wortmeldungen vor. Doch. Mal eine Nachfrage zum Thema Verkehr. Glauben Sie daran, dass es auch Nachholeffekte geben kann? Also, dass die Leute zum Beispiel wieder mehr in den Urlaub fahren, wenn es jetzt wieder möglich ist. Also, dass man nach der Pandemie in dem Bereich vielleicht sogar höher liegt mit den Emissionen als vor der Pandemie? Ich glaube, entgangene Fahrten werden nicht nachgeholt. Also das ist ja anders als vielleicht jetzt irgendwelche Käufe oder so, die nicht getätigt wurden. Dann hat es irgendwann Auswirkungen auf den Flugverkehr, denke ich. Aber das macht in Summe in dem Verkehrssektor gar nicht so viel aus, sondern es sind tatsächlich die Fahrten. Nein, das glaube ich nicht, dass es da einen Nachholeffekt gibt. Das ist eher was Tagesaktuelles sozusagen.
Dann sage ich danke für diese kompakte halbe Stunde, Frau Knöpfe-Henning. Und in einer knappen Stunde dann der Bundesbauminister, allerdings in seiner Eigenschaft als Bundesinnenminister Horst Seehofer. Unter anderem ist hier, um die polizeiliche Kriminalstatistik vorzustellen. Noch einen guten Donnerstag Ihnen allen. Merci vielmals. Vielen Dank. Dankeschön.